Jo, hi Leute, hier ist Sebastian Glöckner. Herzlich willkommen zu diesem Video. Hier geht es um Udemy Einnahmen erhöhen oder auch Online-Kurs Einnahmen erhöhen durch besseres Zeitmanagement. Wie komme ich da drauf? Wie letztes Mal, wie in den letzten Videos auch, durch unsere neue Mastermind-Gruppe. In der Mastermind-Gruppe werden immer wieder Sachen diskutiert. Das sind kleine Gruppen, exklusive Gruppen, wo jeder seine exklusive Strategie bekommt für den Erfolg mit Online-Kursen und wir sind auch in täglichem Kontakt. Also, und warum ist das Thema Zeitmanagement jetzt schon wieder so ein wichtiges Thema? Es kam jetzt eben die Frage, hey, wie schaffe ich das überhaupt? Ein Teilnehmer, der hat jetzt gerade durch diese Corona-Pandemie seinen Job verloren und musste jetzt aufhören zu arbeiten. Und der hat eben gesagt, so, ja, jetzt habe ich ja ganz, ganz viel Zeit. Und wie kann ich jetzt diese Zeit nutzen, um quasi mit Online-Kursen meinen Lebensunterhalt zu verdienen? Ne? Klar, mit Online-Kursen seinen Lebensunterhalt zu verdienen, das ist nichts, was du mal eben so in 2 Monaten umsetzen kannst und dann verdienst du direkt 5.000 oder 10.000 Euro im Monat. Das braucht schon einen gewissen Vorlauf. Aber auf der anderen Seite, wenn du doch schon mal die Möglichkeit hast und du hast eh keinen Job, dann würde ich es auch machen. Ich würde jetzt meinen Job nicht kündigen, aber wenn ich keine andere Wahl hätte, zum Beispiel, du bist in Kurzarbeit, verdienst 1.000 Euro weniger im Monat oder so, ja, dann kannst du ja die verbleibende Zeit nutzen, um dir halt mit Online-Kursen was aufzubauen. Ne? Das macht Sinn. Oder du wirst gekündigt, du bekommst eine dicke, fette Abfindung, hast ein halbes Jahr Zeit. Die Geschichte ist ja auch immer so, das muss man jetzt nochmal grundlegend sagen, dass das, was ich heute erarbeite, das Geld, sehe ich ja nicht sofort, sondern meistens ist es ja so im Online-Business, das Geld, was ich heute erarbeite, sehe ich erst in einem halben Jahr oder so oder in einem Jahr oder so, wenn das anfängt, sich so richtig zu entfalten. Ne? So, seien wir mal ehrlich. Ja, also ich bekomme das Geld, was ich heute verdiene, das ist ja meistens das Geld, was ich in der Zeit davor mir erarbeitet habe. Und natürlich, wenn ich jetzt einen Kurs mache, an einem Wochenende, ich mache einen guten Kurs und ich baller rein und ich verkaufe den und verdiene direkt mal eine 4-stellige Summe am ersten Tag oder so, weil ich einen guten Launch habe, dann kann ich sagen, jo, ich habe den Kurs letztes Wochenende gemacht und so weiter und verdiene jetzt eine 4-stellige Summe und das hat sich gelohnt, das funktioniert. Na, klar, dann ist es ein direkter Zusammenhang, aber meistens ist es doch so, das baut sich auf über einen gewissen Zeitraum und wir müssen halt kontinuierlich arbeiten und wir müssen auch arbeiten in schlechten Zeiten. Ja, ich meine, ist doch klar, bei mir, die Kurve geht zwar immer steil bergauf, aber das ist ja auch eine Zickzack-Kurve. Das heißt, ich hatte zum Beispiel letztes Jahr, kann ich mich dran erinnern, mal einen Monat, da hatte ich will jetzt nicht übertreiben, aber ich glaube, ich hatte ungefähr die Hälfte von den Einnahmen vom Monat davor. Das heißt jetzt nicht, dass dieser Monat schlecht war, sondern das heißt nur, dass der andere Monat extrem gut war. Na, aber damit musst du halt leben und dann, wenn du dann eben einen Monat schlechtere Einnahmen hast, dann musst du natürlich trotzdem weiterarbeiten und musst natürlich dann erst recht arbeiten. Ne? Das ist klar. Und das heißt, das Geld kommt ja immer so ein bisschen verzögert. Ne? Dessen musst du dir klar sein. Also dein Stundenlohn kommt immer ein bisschen verzögert. So, das ist Punkt 1. Jetzt das Thema Zeitmanagement. Es ist auch immer ein bisschen witzig. Ja, also sagen wir mal, also wenn ich zum Beispiel einen ganzen Tag frei habe und ich denke mir so, also ich habe keinen Job und gar nichts, die Kinder sind woanders, ja, ich habe Zeit ohne Ende, da denkt man sich so, boah, Wahnsinn, ich habe einen ganzen Tag Zeit, ich habe 16 Stunden Zeit, dann kann ich doch bestimmt 8 Stunden Rohmaterial aufnehmen für meinen Online-Kurs, ja. Und seien wir ganz ehrlich, es funktioniert meistens nicht. Erstmal bleibst du ein bisschen länger im Bett, dann liest du noch ein bisschen Nachrichten, dann denkst du so, oh Mist, ist ja schon 10 Uhr, egal, ich habe ja noch den ganzen Tag, ich kann ja noch anfangen. Dann keine Ahnung, machst du erstmal was zu essen, dann bist du erstmal müde. Und also ich bin ja dann der Typ, der dann eher nach hinten raus arbeitet. Und dann so richtig, zum Beispiel heute, da hatte ich auch einen ganzen Tag Zeit und habe mir erst, wie spät ist es denn? Ich habe erst um 7 Uhr angefangen zu arbeiten, ja, und denken so, verdammt, ja, also das ist halt so ein Zeitmanagement-Thema. Trotzdem würde ich von mir behaupten, dadurch, dass ich mich schon seit Ende der 90er Jahre mit Zeitmanagement beschäftige, dass ich prinzipiell da schon ganz vorne dabei bin und da auch sehr viel helfen kann. Ja, also anders ist es ja auch nicht zu erklären, dass ich ja trotz einem Hauptjob, einem Vollzeitjob und 3 Kindern und ich habe ja noch meinen schwarzen Gürtel, also fast meinen schwarzen Gürtel in Taekwondo gemacht, also die letzte Prüfung fehlt noch innerhalb von
4 Jahren von weiß auf schwarz, also auf fast schwarz. Das war ja auch sehr, sehr viel Arbeit. Und halt die 3 Kinder und ich bin halt auch sehr, sehr viel für die Kinder da und mache viele Hausaufgaben. Keine Ahnung, ist jetzt nichts Wahnsinniges, ne? Aber Vaterschaft ist halt schon Arbeit, ne? Und halt noch den Hauptjob. Und ich habe es trotzdem geschafft, fast, nee, wenn man die Kurse zusammenzählt von meiner Webseite und die, also ungefähr 100 Online-Kurse zu veröffentlichen, ja. Das heißt, ich kann schon von mir behaupten, dass ich trotzdem gut bin im Zeitmanagement. Ich kenne aber diese Probleme und ich kenne dieses Gefühl, fuck, ja. Und was hilft dagegen? Du musst ja halt, also fangen wir jetzt mal an, ein bisschen aus dem Plaudern rauszukommen und ein bisschen mehr in die Praxis reinzugehen. Was hilft dagegen? Du musst ja halt wirklich klare Ziele setzen. Ich verrate mal ein paar Tipps oder ein paar Sachen, die mir mal wieder helfen. Ja, und wenn du noch mehr Tipps haben willst, kannst du auch gerne meinen Projektmanagement-Kurs bei Udemy kaufen. Wenn ich dran denke, versuche ich den mal unten drunter zu verlinken. Da sind nämlich auch sehr, sehr viele Zeitmanagement-Tipps drin. Den Kurs kann ich dir empfehlen. Und wenn du generell mit dem Online-Marketing oder Online-Kursen richtig erfolgreich sein willst, dann kann ich dir wirklich nur empfehlen, in unsere nächste Mastermind-Gruppe reinzukommen. Dann kriegst du wirklich individuelle Lösungen, die dir wirklich auf dein Problem zugeschnitten sind und individuelle Hacks, die ich auch nicht verraten würde öffentlich. Also muss ich ganz ehrlich sein, das wäre ja auch unfair gegenüber den Mastermind-Teilnehmern. Ja? Also verrat mir mal ein paar Sachen, die ich verraten kann. Also zum Beispiel, das ist ganz doof, ich habe bei mir in der Küche sind so Kacheln an der Wand, ne? So weiße Fliesen. Und da schreibe ich mir dann zum Beispiel mit so einem Whiteboard-Marker auf, was ich diesen Monat erreichen will. Ich hatte zum Beispiel letztes Jahr, vorletztes Jahr, hatte ich so in meinem E-Mail-Marketing-System Quentin, das versuche ich auch zu verlinken, wenn ich dran denke, aber ich vergesse es wahrscheinlich sowieso. Ansonsten geh mal bitte auf quenten.com/loslegen, da kriegst du so ein 1-Euro-Angebot, also wo du den ersten Monat für 1 Euro hast. Und wenn du das über diesen Link bestellt hast, dann frag mich bitte, dann kann ich dir bei der Einrichtung helfen, weil ich bekomme eine Affiliate-Provision. Ja, also quenten.com/loslegen ist das beste E-Mail-Marketing-Tool, was ich bisher getestet habe und ich bin da seit vielen Jahren dabei. Ja, also und da hatte ich mir aufgeschrieben, keine Ahnung, Januar 3.000 Leads in Quenten, Februar 4.000 Leads in Quenten, März 5.000 Leads in Quenten, April 6.000 Leads in Quenten, also irgendwie so. Und dann, wenn du immer dieses Ziel vor Augen hast, dann kommen dir auch ständig irgendwelche Ideen, wie du das jetzt erreichst, weil du denkst so, Mist, ich habe noch keine 6.000 Leads, was muss ich denn jetzt machen? Okay, muss ich noch mal ein bisschen Werbung schalten? Ah, okay, das ist ja auch wieder Arbeit. Und so weiter, ja. Und dann hatte ich dann irgendwie, das hilft total, wenn du das ganz dumm einfach auf dem Blatt Papier oder es gibt diese Magic Paper, diese, ich habe jetzt gerade keinen hier, das sind diese selbstklebenden aus dem Office-Bedarf, also diese quasi Whiteboards, das heißt Magic Paper, was statisch aufgeladen ist und du machst es einfach so an die Wand und dann bleibt das so kleben. Ja, bei einer Raufasertapete, ja, dann sieht es ein bisschen rau aus, aber du klebst es einfach an die Wand oder an eine Tür oder an einen, so eine Glaswand oder so eine Terrassentür oder so. Und dann kannst du halt da draufschreiben mit einem Whiteboard-Marker. Das mache ich auch immer ganz gerne. Das heißt, du nimmst dann halt diese Magic Paper und schreibst dann halt deine Ziele drauf. Was will ich im Januar erreichen, was will ich im Februar erreichen, was will ich im März erreichen und so weiter. Und das dann immer wieder daran erinnern. Ja, das sind total dumme Sachen, aber das hilft total. So, das ist natürlich so der erste Tipp. Aber wie gesagt, muss ich halt immer wieder sagen. Dann, was auch noch hilft, sind einfach das Ziel in kleine Ziele runterzubrechen. Ja, Big Deal ist natürlich auch, sagt jeder, ne? Aber ich will das jetzt mal ein bisschen mit Leben füllen. Das heißt, du musst dir halt überlegen, zum Beispiel, du willst, dass dein Online-Kurs, was weiß ich, 5 Stunden lang ist. Und dann denk, also das kann extrem viel sein, das kann auch extrem wenig sein. Zum Beispiel, wenn dann kommt ein Urlaub dazwischen, dann ist mal irgendwann dein Handy runtergefallen, deine Waschmaschine ist kaputt, du musst dich um dies und das und jenes kümmern. Und du hast dann halt, also diese, du musst es halt untergliedern. Du musst zum Beispiel sagen, ja, 5 Stunden bei mir dauern, also ich sag jetzt mal, bei dir oder bei mir, sagen wir mal, eine Lektion dauert im Schnitt
5 Minuten, ne? Also da musst du sagen, es sind 80 Lektionen oder keine Ahnung, oder 50 Lektionen. Ich kann es nicht so perfekt im Kopf rechnen. Und dann sagen wir mal, du hast 60 Lektionen und diese 60 Lektionen, da musst du dir überlegen, okay, musst ein bisschen Puffer einrechnen, da fahre ich im Urlaub, da ist das und das, da habe ich irgendwelche Ausflüge mit den Kindern und dann machst du dir einfach einen Kalender, hängst dir den an die Wand oder ich mache es auch manchmal ganz gerne in so einem Excel, wo der mir dann ausrechnet, wie viele Stunden bin ich, also quasi so und so viele Stunden im Schnitt pro Tag und dass ich dann ungefähr auf so einer Skala sehe, ich hatte mir das und das vorgenommen und dann gucke ich mal in das Excel rein und dann kann ich sehen, wie weit bin ich davor und wie weit bin ich dahinter, also wie ist meine Abweichung, dass du halt so einen Score hast, dass du weißt, zum Beispiel, ich hatte mir vorgenommen, was weiß ich, 5 Stunden Kurs in 5 Wochen oder so, ja, oder in 2 Wochen, keine Ahnung, wie ambitioniert du bist. Aber sagen wir mal, du hast es auch als Nebenbusiness, so wie ich, und dann hast du vielleicht noch andere Sachen, andere Themen, Urlaub und Geburtstag und keine Ahnung. Dann sagst du einfach 5 Stunden in 5 Wochen, was weiß ich. Und dann musst du dann überlegen und dann trägst du das in dein Excel ein und mit den entsprechenden Formeln kannst du dann eben sagen, okay, ich bin jetzt so und so viel Prozent nach vorne oder ich bin so und so viel Prozent nach hinten. Mir macht sowas total Spaß. Und das hilft halt auch, weil du musst ja immer sehen, wie weit du bist und du musst ja immer sehen, wie groß meine Abweichung. Und es ist mir auch schon mal passiert bei einem Kurs. Ich wollte halt meinen Microsoft Access Kurs machen. Letztes Jahr in einer Phase, da war ich voll im Coaching involviert. Also ich hatte mehrere Vollzeit-Coaching-Kunden, also diese VIP-Kunden, die halt wirklich meine WhatsApp-Nummer haben und ständig fragen können und so. Das mache ich jetzt nur noch ganz selten. Also es ist also für alle Seiten vorteilhafter, das Gruppencoaching also in dieser Mastermind zu machen, weil der einzelne Kunde zahlt weniger und wir sind dann halt trotzdem im ständigen Kontakt, im Rahmen von regelmäßigen Calls und im Rahmen von einer Telegram-Gruppe, wo halt nur ganz wenige Leute drin sind. Ne? Aber zu der Zeit hatte ich halt mehrere VIP-Kunden, die halt ständig irgendwas gefragt haben. Ne? Die hat gesagt, hey, kannst du dir mal meine Kurse angucken? Kannst du dir mal den Sound anhören von dem und dem? Kannst du mir die Beschreibungen? Und ich gehe dann halt auch da rein und macht das dann auch. Also das heißt, ich habe dann auch die Beschreibungen geändert und die Titel und so geändert von den Kursen, ne? Weil, hey, du hast ein VIP-Coaching gekauft, kriegst ein VIP-Coaching, ne? So, das heißt, da kommen dann halt Sachen oder dass du dann irgendwann nachts um Mitternacht noch einem Kunden antwortest oder einem Klienten oder wie auch immer man das nennt. Dann hatte ich halt noch den einen Kurs, den ich noch mit einem Kollegen zusammen aufgenommen habe. Ich hatte meinen Vollzeitjob noch und so weiter und viele Hobbys und Prüfungen und so weiter für meinen Sport. Und da wollte ich halt den Exzesskurs machen und wollte, was weiß ich, x Minuten in der Woche, was weiß ich, 45 Minuten pro Woche aufnehmen oder so. Oder 1 Stunde, ich weiß es nicht mehr. Und ich habe es nicht geschafft, ja, weil das war mir einfach zu viel und es war auch nicht wichtig genug. Ich habe es nicht geschafft und dann habe ich an meinem Excel gemerkt, dass es immer weiter abweicht und habe dann gemerkt, okay, mein Ziel war zu hoch. Ja, und das war eben auch ein Learning. Dann habe ich mein Ziel runtergesetzt. Genau, ich habe auch noch andere Kurse gleichzeitig gemacht. Das war auch das Problem. Ich hatte auch Kur Lektionen noch gemacht für einen neuen Excel-Kurs und noch für einen Digistore-Kurs. Und dann habe ich gemerkt, hey, das war zu viel. Ne? Also dafür kann es auch wichtig sein, dass du dann deine Ziele vielleicht doch mal anpasst. Ne? Das heißt, es geht immer darum, du musst es messen, du musst genau wissen, wo du hin willst. Ja, du musst halt einfach deine Ziele im Blick haben und genau wissen, wo du dran bist, weil wenn nicht, vergeht die Zeit wie im Flug. Ich schwöre es dir, du weißt es auch, ich muss es dir nicht erzählen, die Zeit vergeht im Flug. Und wenn du das immer wieder im Blick behältst und dir deine Ziele setzt und auch realistisch setzt und da wirklich immer dran bleibst, ich meine, ich mache das jetzt seit vielen Jahren und immer wieder geschafft, back on track zu kommen mit den Zeitmanagement-Methoden und Tricks und Hacks. Dann wirst du auch wirklich sehr, sehr viel. Und jetzt mal so ein kleiner Ausblick. Wenn du das Geld, was du, ich habe das letztens nochmal ausgerechnet mit so einem Zinseszinsrechner. Wenn du eine vernünftige Anlage investierst und du legst nur einen Teil von deinem Udemy-Geld zur Seite und in zum Beispiel eine vernünftige Aktienfonds oder sowas, ja, oder du kaufst dir davon Immobilien oder sowas, dann hast du nach 20 Jahren oder so, ja, ich meine, das klingt jetzt, ne, aber wenn du in Rente bist, hast du vielleicht 1, 2 Millionen oder so auf Seite gelegt, ne? Also, das wäre jetzt nochmal ein Thema, was wir in einem anderen Video nochmal, aber du kannst dir halt alleine mit dem Geld, was du dazu sparst, kannst du dir eine komplette Altersvorsorge aufbauen. Alleine nur mit dem Geld, was du mit Online-Kursen nochmal dazu sparst. Das vielleicht auch nochmal so als kleine, ja,
als kleinen Schmankerl am Ende. Also bitte abonniere diesen Kanal, gib mir ein Like nach oben oder nach unten und schreib was unten drunter, was willst du als nächstes als Videos sehen und ja, dann kann ich das gerne einplanen. Und herzlich willkommen, wenn du Bock hast, dann schreib mich auf Instagram an oder auf meine Webseite, wenn du mal an der Mastermind, an einer der nächsten Mastermind-Gruppen teilnehmen möchtest, dann kann ich dich auf eine Reservierungsliste setzen, wann mal wieder was frei wird. Also mach's gut, Leute, und bis dann, euer Sebastian Glöckner.